Ja, moin Leute und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge des Bundesbahnprojektes in EEP. Ja, in der letzten Folge habe ich hier diese kleine Entladeszene jetzt hier schon vorbereitet. Da kommen dann später vielleicht noch Figuren hin. Mal sehen, inwieweit da sich Modelle noch finden werden. Das kommt dann alles so mit der Zeit. Hier ist ja der große zugepflasterte Vorplatz. Hier werde ich einen Fußgängerüberweg jetzt mal aufstellen. Könnte auch sehr interessant werden. Dafür brauche ich jetzt erstmal das Raster einer viel feinstufigeren. Skalierung, das dürfte ungefähr hinkommen. 0,1 und 0. Dann kommt hier nämlich erstmal ein Fußgängerüberweg in Form eines, ja, wohlbekannten Zebrastreifens hin. Und die entsprechende Beschilderung, in der Hoffnung, dass ich passende Schilder habe. Überholverbot, Überweg links, Überweg rechts. Wie weit stehen eigentlich diese Schilder? 2 Meter, 3 Meter? Ich nehme jetzt einfach mal 3 Meter. Minus 90, selbigen Wert hier eingeben. Stelle suchen, finden, einsetzen. Und eventuell ein Stück verschieben. Ich hoffe mal, dass das so in Ordnung ist. Ich bin mir da jetzt nämlich überhaupt nicht sicher. Ich gehe jetzt einfach mal so von meinen Gedanken aus. Wie würde ich das jetzt machen? Vielleicht würde ich die Schilder nicht so dicht, etwas dichter ranstellen. Weiß ich jetzt nicht, ob man das noch lassen kann. Ja, hier steht der U405. Möglicherweise einer der ersten U405er. Möchte ich mich jetzt nicht festlegen. Die wurden 1984 eingefügt. Damals waren noch sehr viele U305er, respektive 307 unterwegs. Das waren so früher die Standardbusse. Ich könnte hier auch so ein SL hinstellen. Bin ich mir jetzt aber nicht sicher, wann die eingeführt wurden. Das sind diese Busse hier. Aus dem Hause MAN. Sollten halt, wenn möglich, über eine Rollbandanzeige verfügen und über keine LED oder LCD oder was auch immer für Anzeigen verfügen. So, da kommt ein Nahverkehrszug gerade rein. Ich glaube, erst ein Gebäude kann ich ja mal probehalber hinstellen. Ironischerweise finde ich das unter Bahnhof. Und zwar nämlich hier bei diesem neuen Markt gibt es nämlich solche Gebäude, die dann hier aufgestellt werden könnten. Wie gesagt, das ist jetzt einfach mal probehalber.
Einfach mal so ein... Ja gut. Ich tue ungefähr hier in die Ecke rein. So. Wie gesagt, ich habe die Bremssounds der Soundwagen überarbeitet. Eventuell muss ich dann nochmal neu... Oh, Mann. Neue Sounds nehmen. Bin halt noch so am Suchen, was man da am besten nehmen kann. Es ist halt immer die Suche nach dem Optimalen. Aber so langsam wird hieraus schon eine kleine Stadt. Wenn ich mit dem Gebäude hier nicht so zufrieden bin. Das muss ich dann absenken, damit das hier mit dem Flimmern aufhört. Und ja gut, hier ist jetzt so eine unschöne Spalte. Das lässt sich aber leider nicht vermeiden. Da muss man jetzt nicht so genau hinschauen, auch wenn solche kleinen Fehler, wenn man sie einmal kennt, sofort so den Blick auf sich ziehen. Sehen, habe ich noch weitere? So, ich mal unter Land. Vielleicht finde ich ja da noch ein paar Gebäude, die passen. Ja, er bringt mir erstmal hier diesen seltsamen Ton, dass hier was nicht so ganz passt. Und ich weiß, was ich jetzt noch aufstelle. Ist nur die Frage, wo. Ich vermute mal ungefähr vielleicht hier. Hier irgendwo hin. So, unser Bahnhöfe. STW. Ahrensfelde. Gibt's auch neutral. Das B2 gefällt mir nicht. Berzdorf gibt's nicht in neutral. Text. Da muss ich erstmal wieder das Modell neu installieren. So, jetzt könnte ich, wenn ich gemein wäre, würde ich jetzt sagen, ja, ich speichere gleich ab. So, jetzt mal zum Ende der Aufnahme. Welches Stellwerk würde hier besser passen? Ich packe da mal so drei hin, die ich in die engere Auswahl nehmen würde. Da kann man dann halt gerne mal in den Kommentaren halt mal reinschreiben, was da besser hält. Wenn ich jetzt hier noch. So, und hier sind noch ein paar weitere Stellwerke. Das wäre zum Beispiel auch eins. Hier noch vielleicht noch ein Stellwerk. Ich stand wo mit EEP-Zeit. Das wäre ja schmächtig im Vergleich zu den anderen Stellwerken. Hab ja gespeichert. Kein Problem. So,
Jetzt sieht man hier vielleicht noch die beiden Stellwerke. Da kann man sich ja vielleicht noch dann in den Kommentaren schreiben, welches würde man dann gerne sehen wollen. Also das kleine hier fällt raus, also entweder die neutrale Variante von Ahrensfelde oder die neutrale Variante von Mannheim-Friedrichsfeld. Kann man gerne mal in die Kommentare schreiben, was einem da mehr zusagt. Ich, ja, würde beide nehmen, wenn das jetzt so ein Riesenteil, so ein Riesenbahnhof in der Größe von Großkorpeda wäre, würde ich sagen, der eine in die eine Ecke, der andere in die andere Ecke, sollen sie sich die Bereiche teilen. Ja, und in, ja, in dem Sinne bedanke ich mich natürlich erstmal wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und tschüss bis zur nächsten Folge vom Bundesbahnprojekt in EEP.